nein, wir müssen einmal hier durchschleichen. Ich hasse Stealth, Leute. Wir sind einfach hübsch und glauben an dein Versagen. Ach, das ist aber krass. Ja, dann stellt euch in den Hintergrund und hofft, dass wir verkacken. Alles gut. Schneller. Wow. 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 Das war knapp, oder? Jut. Ich dachte, er sieht uns noch. War hier nicht gerade einer im Gang? Nee, ne? Oder doch? Können wir hier rein? Nein, der geht hier rein in den Gang, oder? Ne, okay, doch nicht. Oh, shit. Wo geht er lang? Da müssen wir, guck mal, da können wir hochspringen. Und dann können wir da rum. Okay, alles easy. Alles easy. Wir müssen Bewegungsmuster uns einprägen. Mhm. Einmal da rum. Dann da rum. Geht wieder hoch. Mhm. Dann nach da. Dann nach da. Das ist viel zu random. Ich habe gar keine Ahnung. Wir machen einfach. Let's go. Zur Not rennen wir einfach. Ja, was hat er jetzt Bock? Na, du musst schon... Ich renne einfach. Hör auf zu rennen! Ah! Ah! Shit. Komm schon, du kleines Pissgesicht. Niemand mag Käfer. Warte mal, ich mache hier Steps. Hat er es gehört? Ich renne einfach. Ja! Okay, jetzt haben wir es geschafft. Insekten, der Albtraum der Menschen. Ja, vor allem, wenn du so groß bist wie das Insekt selber. Unnötig, absolut. Kann ich hier eigentlich kämpfen? Nee. Ich würde gerne die Büsche mitnehmen. Boah, das war bestimmt voll laut. Aber wir sind im Geschäft. Ich nehme den mal zur Sicherheit mit, da ich keine Ahnung habe, ob wir den maybe noch brauchen werden. Man weiß ja nie. Nö, ich glaube nicht. Oh, das gefällt mir jetzt schon. Komm weg mit dem Würfel. Oh, wir haben irgendwas Geiles bekommen. Bring mir Glück in Valorant. Ich drück dir die Daumen. Ich drück dir den neuen, schön mit Edelstahl versäten Handschuh. J hat die Umblätterhandschuhe gefunden. Oh, wir können das Buch jetzt umblättern. Jetzt ist er in der Lage, sein Bilderbuch zu beeinflussen. Drücke neben dem Buch Q, um es zu öffnen. Oh, shit, krass. Du hast die Handschuhe. Treffliche Besorgung. Begib dich umgehend in dein Buch. Die Handschuhe dürften dir bei der Rückkehr nach Hause helfen. Denke ich. Eine letzte Sache noch. Bevor du diesen Tisch verlässt, Jod. Es ist sehr wichtig. Hüte dich vor Krummweil. Hä, na, das wissen wir doch, dass das nicht so easy ist. Da kommt definitiv seine... Da kommen definitiv Steine dran und dann bist du wie Gott. Ach, Steine. Mann, da kommen definitiv Steine dran, dann bist du wie Gott. Da kommen Steine dran? Wie, da kommen Steine dran? Hüte dich vor Krummweil. Er will dein Buch übernehmen. Das darfst du nicht zulassen. Nicht nur wegen der Bewohner deines Buches, sondern auch wegen all der Kinder, die dein Buch lesen werden und dieses, die es beflügeln wird. Sam ist eines dieser Kinder, J, weißt du, wir Bücherwürmer. Wir können in Vergangenheit und Gegenwart blicken. Und sogar in die Zukunft. Ich habe gesehen, dass Sam selbst zu einem Autor und Illustrator heranwachsen wird. Oha. Er wird eine sehr beliebte Kinderbücherreihe verfassen.
Mit lukrativen Einbindungsmöglichkeiten. Für Marken und Fanartikel. Sams Bücher werden weitere Kinder beflügeln. Das heißt, falls er sie je wirklich schreibt. Sollte Krumweil in deinem Buch das Sagen haben, verschlechtert sich die Geschichte. Ach, die Infinity-Steine von Marvel! Jetzt bin ich bei dir. Bücher mit schlechten Geschichten werden ins Regal zurückgestellt. Niemand liest sie mehr. Diese Bücher verlieren all ihr Leben und können keinen beflügeln. Dein Buch wird Sam nicht mehr begeistern. Und dann, wer weiß, welchen Weg er einschlagen wird. Lass das nicht zu, Jod. Kehre jetzt zurück und halte Krumweil auf. Ja, okay, komm, das wollen wir natürlich nicht. Aber der Bücherwurm ist auch krass, ne? Der zeichnet ja auch ein Buch nach dem anderen. Ich würde den gefangen nehmen und den alles machen lassen. Ja, okay. Ha! Okay, wir sind wieder back in the game, Leute. Ja, warte mal, können wir jetzt Kuh manipulieren? Aber können wir jetzt alle Seiten blättern? Können wir so eine Art Zeitreise machen? Okay, wir können jetzt mit A blättern. Ah! Okay. Wait a minute. Ah, schade, ich kann nicht weiter blättern. Ich muss jetzt hier rein. Okay. Können wir dem... Du kleiner Kacksack, du! Das wollte ich schon immer mal machen. Auf ihn rumtreten. Moin, bin zurück. Jod, mein Junge, willkommen zurück in Mojo. Wir haben viel zu besprechen. Kann ich noch die Blätter Kapitel einsammeln? Kapitel 3. Mondbart. Der Jude Mondbart. Ich scheine in diesem Kapitel eine recht bedeutende Rolle zu spielen. Dann sollte ich mich vor meiner besten Seite zeigen. Mondbart, mein Name. Yo, grüß dich, Junge. Hey Jod, freut mich, dass du unversehrt zurück bist. Du hast bestimmt jede Menge Fragen, mein Junge. Die Antwort auf die erste Frage lautet... Ja, ich weiß, wie cool diese Sonnenbrille aussieht. Die Antwort auf die zweite Frage lautet... Ja, unsere gesamte Welt ist tatsächlich ein Land in einem Bilderbuch. Verrückt, was? Ich habe dieses Geheimnis jahrelang sorgsam gehütet. Irgendwie hat es dieser abgereifte Trottelkrumweil herausgekriegt. Sehr bedauerlich. Wer weiß, welches Urteil er plant. Nun, da ihr die Wahrheit kennt, ich habe so eine Ahnung, dass viel Ärger auf uns zukommt. Aber dann müssen wir eben doppelt so viel Ärger bereiten. Ja, junger Knappe. Folge mir. Auf zum Fußballfeld. Wir trainieren. Erster Tagesordnungspunkt. Das Buch betreten und verlassen. Siehst du das funkelnde grüne Ding da drüben? Ja, das wurde mir schon beigebracht. Aber... Das ist Metamagie. Damit kannst du die vierte Wand durchbrechen. Was nichts anderes heißt, als aus dem Buch rauszuspringen. Tritt durch das Portal. Versuche E gedrückt zu halten. Was E ist? Bin ich ganz sicher. Aber du solltest es gedrückt halten. Definitiv. Du bist cool, du schaffst das. Hä, das wissen wir doch mittlerweile. Bin jetzt draußen. Test, Test. J, ich spreche über Bluetooth-Headset mit dir. Weißt du was? Plötzlich ist meine Kehle wie ausgetrocknet. Aber es sind wie Pflanzen. Wir brauchen genug Flüssigkeit. Nutze deine Umblätterkräfte, um mir etwas zu trinken zu besorgen. Ich gehe zum Rand des Buches und schaue, was sich machen lässt. Okay, machen wir. Bam, badam, bam. So sehen wir uns das mal an. Anscheinend kannst du zum Umblättern A und D verwenden. Mach das doch am besten gleich.
Let's go, wir blättern. Und hier ist der Geil. Okay, weiter komme ich nicht. Wir können anscheinend aktuell nur zurück. Jo, jetzt kommen wir zum Anfang zurück und können da nochmal das Achievement sammeln. Siehst du das Leuchten an den Kanten des Papiers? Damit teilt das Buch dir mit, dass es etwas Nützliches aus seinen Seiten gibt. Spring hinein und sieh nach, was du finden kannst. Let's go! Wir springen rein. Wer hat Bock? Warte mal, jetzt kommen hier die... Ich habe mein Schwert ja immer noch nicht. Ich hoffe, das ist okay. Oh, wir haben wieder so einen... Ups. Vogel bekommen. Ich bin gut im Finden von Obstvögeln. Oh, guck mal, hier neue Unterwäsche. Ich glaube, die ziehe ich mir direkt mal an. Guckt mal bitte alle kurz weg. Ihr könnt wieder gucken. Oh, guck mal, können wir? Nein, oder? Oh, schade. Ich dachte, wir können hier so drüber laufen. Das wäre cool gewesen. Ah, da ist er. Da ist es. Ich habe es gefunden. Das haben wir nicht gesehen beim ersten Mal, Chat. Das haben wir... Oder ist es erst jetzt da? Das ist das nicht. Da haben wir noch was übersehen. Oh. Yo. Wir sind noch ganz, 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 ganz am Anfang vom Spiel, Leute. Wir haben noch nicht mal angefangen. Wir sind im Prolog. Oh, da. Cooles Trinken für den. Meine Limo. Das genügt voll auf. Komm hierher zurück und bring mir die Limo. Aber können wir jetzt theoretisch... Ich probiere mal was. Wir nutzen das Portal natürlich mal. Natürlich. So, der Jude Mondbart, da sind wir wieder. Wir springen rein. Jetzt wird Limo gezischt, Digga. Yo! Ah, gib her. Ah, genau das Richtige. Danke, Junge. Diese Umblätterhandschuhe können sehr praktisch sein, stimmt's? Ich war es der Scheiße. Ich habe einige nützliche Dinge da draußen platziert. Doch es gibt ein kleines Problem. Ich bin mir nicht sicher, wo genau sie sich befinden. Dinge werden bewegt, weißt du? Sam ist ein Energiebündel. Dort herrscht Chaos. Wenn du etwas von den Sachen auf dem Schreibtisch brauchst, musst du es selbst danach suchen. Letzter Tagesordnungspunkt. Oh, Minibart. Yo, Minibart hier. Wie ich hörte, kennt ihr euch bereits? Minibart ist ein kleines Abbild von mir. Ich habe ihn als Hilfe im Haus erschaffen. Er ist recht nützlich und ein ziemlich guter Rätsellöser. Wenn du Probleme mit einem Rätsel hast und ihn siehst, frag ihn doch einfach um Rat. In dem kleinen, bärtigen Kopf steckt eine Menge Weisheit. J. Unser Land wurde noch nie von so etwas wie Krumwalds Metamagie heimgesucht. Gewaltige Umbrüche und große Kämpfe könnten uns bevorstehen. Doch ich vertraue darauf, dass du alle Herausforderungen gewachsen bist. Schließlich bist du der kühne Knappe, mein Junge. Ich glaube an dich. Yo. Ich habe ich immer getan, Junge. Und jetzt warte deine Freunde auf dich. Let's go. Wenn du das Buch verlässt und zur nächsten Seite blätterst, dürftest du sie finden. Tschüss. Da ist Gandalf weg. Warte mal. Das mit dem Kuh ist irgendwie schwer zu finden. Ah, da sind sie. Oh mein Gott, die haben auf den Turm auf uns gewartet. Oha. Wir haben Jod verloren. Ich kann es nicht glauben. Wir hätten ihn nicht alleine hier hochsteigen lassen sollen. Wir hätten ihm Rückendeckung geben sollen. Aber was hätten wir tun können? Wir sind keine Krieger, so wie er. Waren wir nie, werden wir nie sein. Wir werden Mojo jetzt beschützen, wo er fort ist. Das ist mein Schwert. Ja, ich komme direkt wieder. Zack, moin, Jungs. Mir geht's gut. Jod! Alter, krass.
Es geht dir gut. Moment mal. Du bist doch kein Geist, oder? Natürlich nicht, krass. Sieh dir sein Gesicht an, weich und elastisch. Wie bei der Perverol-Werbung. Freut mich so, es zu sehen. Wo hast du denn gesteckt, Jod? Hallo Leute, Mondbart hier. Ich rufe an über Bluetooth. Nee, Bluetooth. Mondbart, bist du das? Allerdings, ich spreche über ein sogenanntes Bluetooth-Headset mit euch. Das ist eine seltsame Form magischer Kommunikation, auch bekannt als Konferenzgespräch. Spannende Angelegenheit. Zieht euch das mal rein. Jetzt hört zu. Diese Sache mit Krumwald ist besorgniserregend. Wir müssen uns an in Artia mit Königin Chroma beraten. Begebt euch gleich dorthin. Ich habe mich um Zauberdinge und einen Donut zu kümmern. Ich stoße später zu euch. Viola, krass. Euch bringe ich unterwegs auf den neuesten Stand, okay? Mombard, Ende. Tschüss. Konferenzgespräch? Was? Naja, du hast ihn ja gehört. Wir reisen nach Artia. In meine Heimatstadt. Oh Jod, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, blitzen wir los. Oh, da knacken direkt die Knochen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Und... Easy. Yeah! Oh, da war der Wirbelsturm, der Rundumschlag. Habt ihr gesehen? Kann ich denn jetzt theoretisch wieder rausspringen? Nee, ne? Das ist ja sehr bedauerlich. Und somit verloren wir die Fähigkeiten des Handschuhs. Und so reisten unsere Helden nach Artia, um die gute Königin Chroma zu besuchen. Chroma, Königin der Zeit? Kapitel 4. Boah. Ein trügerischer Pfad. Die Schnecke. Ich würde sagen, wir haben gerade mal ein Drittel geschafft, ne? Zum Pi mal Daumen. Auf dem Weg nach Artia nahmen unsere Helden eine Abkürzung. Durch ein wasserreiches Land. Okay. Und das war nicht gut, weil... Den Sonettsumpf. Oh nein, nicht der Sonettsumpf, Leute. Da werden kleine Kinder gefressen. Quark. Was ist das denn Ekelhaftes? Nun, das ist unbekanntes Gelände, Kinder. Jod, deine Geschichte hat dich nie hierher geführt. Dafür existiert kein Skript. Die Sache könnte böse ausgehen. Vielleicht wirst du zerquetscht oder von einem Riesenfrosch verschluckt. Wer weiß. Obwohl, der Sumpf recht kultiviert sein soll, wie ich gehört habe. Die Bewohner pflegen eine Vorliebe für Poesie. Wenn ihr je hören wollt, wie Schnecken Verse vertragen, ist das eure Chance. Trotzdem. Was? Schlechter Empfang. Mondbart? Anscheinend funktioniert sein Bluthuf im Sumpf nicht so gut. Ich schätze, die Verbindung wird wiederhergestellt, sobald wir auf der anderen Seite sind. Ja, komm, wir werden jetzt erstmal... Oh mein Gott! Wir probieren nicht zu kommunizieren, wir töten direkt. Let's go. Scheiß auf Kommunikation. Dieses Insekt wirkte recht unfreundlich. Dieser Streamer wirkte recht unfähig zu lesen. Geil. Das war easy. Oha, was ist das? Orhan, was ist das? Boah! Seht mal, was für ein enormes, krasses Ding! Was ist das? Ich werfe mein... Oh, ich wollte gerade mein Schwert da reinschmeißen. Oh, hier ist eine Schnecke. Mit der können wir bestimmt kommunizieren. Ah, Orbate. Ein grüner Blitz schlug ein mit Donnerklang, worauf das Nest hier aus dem Boden drang. Und hervorflogen die Insekten. Ich mag diese fiesen
Punks nicht sonderlich. Okay, das war krass. Schnecken sind übrigens keine Insekten. Wir sind Mollusken. Großer Unterschied. Das ist mir eigentlich scheißegal. Ihr werdet immer aus Versehen zertreten. Das ist sehr traurig, aber wahr. Okay, was hat er? Oh. Hallo, kleine Kobold. Ich habe eine Aufgabe für dich, mein rundlicher lila Freund. Es geht um den elenden Knappen. Weißt du, ich habe ihn aus dem Buch geworfen, aber er ist ein hartnäckiger Widerling. Er könnte noch da draußen sein und im Sinn haben, Krummwall Ärger zu machen. Doch Krummwall bringt den Ärger zu ihm. Probier mal von meiner Metamagie und hüpf durch dieses hübsche Portal. Befrei dich von diesen Seiten und drangsaliert den elenden Quälgeist. Oh mein Gott, er schickt ihn nach draußen? What the fuck? Ja, der wird jetzt von Käfern gefressen einfach. Hä? Ich treff nix. Hä? Ich dachte schon, wir können die gar nicht treffen. Ich hätte so gern den Wirbelsturm. Katze kann jetzt mal langsam wiederkommen. Aus Fässern kriegst du einen Scheißdreck. Oh shit! Oh shit! Das schaffen wir nicht. Wir sind tot. Guck mal, so ist er geil. Ja. Immer schön hin und her. Au, oh, 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 oh. Ich weiß, was ich hier tue. Und jetzt gehen wir rein. Einmal ausgewichen und reingegangen. Machen wir hier genauso. Oh, der hat so eine Giftpfütze gekackt. Igitt. Der Giftpfützen-Scheiße. Oh. Oh shit. Wir gehen einfach rein, das Spiel ist nicht schwer. Wir müssen ja nicht auf Dacht spielen. Guck mal, jetzt haben wir ein Herz verloren, zack, und haben keins wiederbekommen. Easy. Za, du schießt uns hier durch die Gegend. Also das muss eines dieser Portale sein, die Mondbad erwähnt hat. Und du, J, kannst einfach aus unserer Welt durch diese Dinger springen? Ach, den schreibt dich im Zimmer von irgendjemandem? Hey, verrückte Sache, Mann! Und auf diesem Schreibtisch liegt ein Bilderbuch, in dem wir alle leben? Ich bin eine Figur aus einer Geschichte? Mein ganzes Leben nur eine Handlungsstrang? Tut mir leid. All das ist einfach schwer zu verkraften. Typisch, dass ich nur eine Nebenfigur in jemandens Geschichte bin. Ich wünschte, ich wäre ein wenig cooler. Geschrieben worden. Ja, die hat sie schon recht, ja. Ein bisschen cooler wäre schon cool gewesen. Oh! 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 Wir cheaten, Leute! Ich cheate! Sie! Oh, das Schwert kann die auch einsammeln! Ja, dann sind wir auch schon wieder weg. Er ist verschwunden. Oh, ich habe mein Schwert jetzt hier. Er muss jetzt in dem anderen Reich sein. Vermutlich wirken wir für ihn wie eine Zeichnung. Was? Jo, wie cool ist denn das? Können wir... Ne, schade. Warte mal, ich gehe mal das Vieh töten, wa? Oh, jetzt können wir die Käfer bekämpfen. Jetzt kriegen wir... Oh, sind denn die Käfer noch? Würde mich gerne rächen wollen. Gibt keine Käfer mehr hier, ne? Das ist ärgerlich. Generell fühlt sich gerade der Schreibtisch komplett anders an. Naja.
So, warte mal, wir müssen, da sind wir rein. Da liegt der Schlüssel. Ah, hier. Oh, scheiße. Voll ins Gesicht bekommen. Ich hau da so lange drauf, bis der Baum umfällt. Zack. Schön weggemetzelt. Was ist denn jetzt? Ah, alle Gegner tot. Der nächste Raum offenbart sich uns. So, dann springen wir mal hier runter, kriegen den Schlüssel. Jungs, ich hab den Schlüssel. Ich komm gleich wieder, Moment. Ja. Yeah. Ah. Hui, das war aber knapp. Die mit ihren grünen Zitter-Scheiße. Das leichteste Tier hat uns getroffen. Ja, also du musst dir gar keine Gedanken dem Spiel machen um Leben, ne? Ah, zumindest noch nicht. Schlüssel, ey, die mussten ja alles doppelt und dreifach modellieren, ne? Einmal zeichnen, einmal modellieren. Moin. Zurück in unsere Welt. So einfach ist das. Ich frage mich wirklich, wie es da draußen wohl ist. 3D. Sehr dreidimensional. Würde mich auch mal interessieren, wie die dreidimensional aussehen. Die Katze könnte mal wiederkommen. Ja, doch, da gehen wir erstmal hin. We have to go. Hier unten lang. Boah, der springt viel zu hoch, Mann. Nein, wo guckst du hin? Oh, puh. Oh, kann der da runter? Oh, tatsächlich. Aber der wirft so einen kleinen Bogen. Der kann uns nicht treffen. Wir machen alles tot, ja? Wir lassen nichts übrig. Gibt keine Zeugen. Oh nein, 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 nein. Perfekt. Hier sind wir im Vorteil. Im engen Pass. Genauso wie hier. Ey, ich falle. Ein riesiges Insekt saß mitten auf dem Weg. Was für ein gigantisches Insekt. Sieht aus, als wäre es voller Wasser. Wenn es nicht so groß wäre, können wir um es herumgehen und weiterreißen. Okay, das heißt, wir lassen ab. Sind das da Zitzen, Digga? Ah, kann es sein, dass das Zecken sind? Das sind Zecken, oder? Vollgesaugte Zecken. Mit viel Blut vollgesogen. Oh, es war gut gemacht. Eigenlob stinkt. So, diese Ruine war einfach voller Insekten. Ich nehme das mal dahin. Jetzt hier ist zum Abmachen, nee, ne? Oh doch. Ein riesiges. Ein Vollinsekt saß inmitten. Nee, das ist auch blöd. Aber warte mal, voll müssen wir wahrscheinlich.
Mal gucken, was es noch gibt. Der da eine Zappernisse. Oh, Minibart. Ich glaube, den brauchen wir wieder bloß für Tipps, ne? Wir müssen nicht mit dem reden. Nee. Ein winziger Frosch. Ah, winzig brauchen wir. Alles klar. Winzig muss dahin. Ein winziger Insekt. Ja, wird schon passen. So ist auf dem Weg. Wie kommen wir da hin? Gucken wir eben, was hier so passiert. Das rostige Tor war voll. Das rostige Tor war riesig. War voll. Eigentlich so ist sie offen, ne? Ein Insekt inmitten in diesen Ruinen waren einfach geschlossene Insekten. Scheiße. Boah, können wir mal riesige Insekten machen? Das wäre witzig. Oh. Das wäre äußerst witzig. Ein winziger Frosch. Okay, wir müssen hier runter mal gucken. Was ist eine Brücke? Ja, komm schon. Wir machen halt nicht so viel Schaden mit dem Kack. Hä? Ah, okay. Der Wassergraben war restlos leer. Hä? Haben wir nicht 2 Lebenspunkte verloren? Okay, wir müssen jetzt einmal da rüber laufen. Du konntest, glaube ich, von oben den Hebel mit dem Schwert umhauen. Ist das so? Nee. Also von der einen Seite werfe ich ja gegen die Wand und von hier werfe ich halt anscheinend... Ah, so. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Macht ja keinen Sinn. Von hier kriege ich das Schwert auch nirgendwo hin. Ich kann das mal probieren, aber ich glaube... Oh, hier geht es halt auch unten drunter. Das rostige Tor war. Das rostige Tor war. War geschlossen. Das rostige Tor war voll. Das macht keinen Sinn, ne? Ich meine, ich kann es mal probieren, aber es macht keinen Sinn. Da war der Pfeil zu sehen. Also wenn ich jetzt hierher gehe. Ja, der kommt einfach nur, weil ich da nah genug dran war. Komm halt hier nicht durch halt, ne? Das muss anscheinend mit Wasser gefüllt sein und dann kann ich da rüber schwimmen. Aber wenn das rostige Tor riesig wäre, können wir durch die Stangen durchgehen, oder? Das rostige Tor war riesig. Bringt uns das was? Nee, ne? Geschlossen. Hm.
Nee. Hä? Können wir hier maybe irgendwas schreiben oder so? Eine Notiz schreiben, die dann da reinmachen? Nee, ne? Wir können probieren zu blättern. Der Wassergrabentext muss mit voll ersetzt werden, oder nicht? Ah, ja, du hast recht. Du hast recht. Alles gut. Ja. Wunderbärchen. Können wir das Wort mit rausnehmen? Wir können das Wort mit rausnehmen, ist ja geil. Perfekt. So. Ey. He-Man. So, jetzt kommt das ganze Wasser rein. Genau. Jetzt können wir den da betätigen. Und wenn ich jetzt wieder leer nehme. Was hat sich da getan? Warte mal, ich spring mal kurz herunter. Wer bist du? Na, Jod späte durch das offene. Geil, da haben wir's. Das nehmen wir direkt mal wieder mit. Das ist so witzig gemacht. So, jetzt ist es offen. So, jetzt kommen wir hier. Winzig muss zu dem Monster hier. Bam, jetzt können wir außen rumgehen. Tschüss, winziger Insekten-Heini. Super. Super hingekriegt, Jod. Die Macht der Wörter hast du echt voll im Griff. Nicht nur ich, auch, also ganz ehrlich, ich bin ja nicht alleine hier. Also, hey. Das ist wirklich verblüffend. Riesig zu winzig. Voll zu leer. Durch Austauschen der Wörter kannst du, alles verändern. Ich schätze, die Geschichte in diesem Buch ist noch nicht ganz festgelegt, hm? Wohl nicht. Vielleicht sind auch die Figuren der Geschichte nicht ganz festgelegt, oder? Oha. Alles möglich? Wer weiß das schon? Ich hätte aber trotzdem die Katze... Ah, oh, da ist die Katze! Sieht so simpel aus, aber ist so smart, das Game. Ja, es ist nicht einfach programmierbar. So sehen wir uns wieder. Wie wäre es mit einem Blick auf mein aktuelles Angebot? Ja. So, wir nehmen jetzt auf jeden Fall den Wirbelangriff. Und wir machen, wenn es geht, kein Tutorial. Halte gut gedrückt. Ah, okay. Wir dürfen ihn testen. Moin, Minibart. Da bin ich wieder. Das Game-Konzept muss selber ein Buch sein. Ja, auf jeden Fall steckt da ein riesiges Skript dahinter. Das kannst du ja nicht einfach so dahin latzen. Du musst ja alles durchdenken. Na, Zeit, den Wirbelangriff auszuprobieren, Jod. Halte Q gedrückt. Achso, und lasse los, um einen Wirbelangriff auszuführen. Aha. Wir haben alles im Griff, die Gegner so tot. Ja, wir wirbeln durch unseren schlecht riechenden Kot. Sehr schön, wenn du weiter trainieren möchtest. Nein. Ich wollte nur wissen, wie es geht. Alles gut. Ja, jetzt entspannen wir uns mal. Wir machen noch Kapitel 4 zu Ende und dann wechseln wir das Spiel, ne? Und dann machen wir hier auf jeden Fall die Tage weiter. Vielleicht sogar morgen schon. Hm?
Oh, oh nein! Der ist ja schwach. Ich dachte, der ist voll krass. Der macht das hier unter Marsch am Arsch. Jo. So, die Brücke war zerstört. Oh, okay, das können wir nicht ändern. Ein winziges Adder. Ein winziges Seerosenblatt schwamm auf dem Wasser. Das können wir auf jeden Fall schon mal austauschen. Bin mir nicht sicher, aber können wir bei der Katze nicht sogar noch mehr holen? Ich gehe nochmal zur Caddy zurück. Moment. Ja, bitte zeig mir mal. Wir holen uns nochmal so ein Rollenbild auf jeden Fall. Mhm. Ach du Scheiß. Ja, mal echt noch gar nichts, wenn du dem hier Glauben schenken willst. Oh, Wirbelangriff, Aufwertung. Auf jeden Fall. Yes. Und Stein. Ja, auf jeden Fall. Yes. Sprungangriff, ganz ehrlich, braucht kein Mensch. So, jetzt sind wir strong. He-Man. So, wir haben winzig. Aber hier können wir nichts. Und hier gibt es, glaube ich, auch keinen Text. Nee. Hier haben wir einfach nur winzig. Ein großes wäre halt geil. Ich glaube, jetzt müssen wir blättern sogar. Nee, wait a minute. Wir können einfach rübergehen, oder? Oh nee, hier gibt es nichts. Oh, wir blättern nochmal zurück und holen uns das von dem Riesenvieh. Das ist ja insane. Wir gehen einfach hier rein und holen uns das Riesige. Das ist ja Quatsch, Bruder. Wow. Kann ich das hier einfach so hinwerfen? Ja, das geht. Das ist ja geil. Heftig. Das ist eine richtige Superheldenfähigkeit. So, ich bin wieder da, Leute. Ich habe hier so ein riesiges Ding, du. Bam! Übertrieben? Vielleicht. Nützt es uns was? Auf jeden Fall. Wer ist er denn? Seht mal da, ein armer Flink mit den Flossen zappelnder Fisch. Was? Ich gehe erst noch da. Kannst du mich da rüberbringen? Hä? Ja, das ist sein Problem. Jo, Alter, dieser Fisch scheint wirklich unsere Hilfe zu brauchen. Ja, aber hä? Wir kommen da ja nicht hin. Ja, was soll ich tun? Ja, ja, geh ins Wasser. Wir feuern dich an. Fischi, ab ins Wasser. Da wirst du immer krasser. Hä? Ach komm schon. Ja, das muss man erstmal wissen. Also for real. Bro. Jot ging in sich. Nun war er bereit, den Fisch zu packen. Hä? Was ist? Achso, Ist das doch. What? What the fuck? Box sie da einfach ins Wasser, ist doch dumm. Hä? Sauer! Hä? Wann muss ich das machen?
Sag mal. Also, da war ich auch wirklich zu viel, aber sonst. Hier, das war doch. Muss ich nochmal drücken oder so? Verstehe ich das nicht? Bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das richtig ist, was ich hier tue. Können wir den Fisch einfach bitte sterben lassen? Niemand möchte diesen Fisch retten. Niemand. Niemand möchte diesen Fisch retten, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Definitiv zu früh. Ich bin verwirrt. Chat, ich brauche Hilfe. Ich bin anscheinend zu dumm. Okay, man muss, glaube ich, einfach nur 20 Mal probieren. Der kühne Knappe ließ den Fisch behutsam ins Wasser gleiten. Dann springt er wieder zurück. Wo dieser die Beherrschung zurückgewann. Vielen herzlichen Dank, blub blub, edler Reisender, blub blub. Mein Name lautet blub blub Reibold und ich bin blub blub beim Fisch, blub. Ein grüner Blitz, blub, sprengte mich aus diesem Wasser, blub blub. Von Furcht verzerrt, blub, ich zappel und sprang, blub. Bis meine Flucht in deiner Hand, blub blub, misslang. Ich stehe für immer, blub, in deiner Schuld. Doch verzeih, blub, ich muss fort, blub 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 blub. Denn meine Liebste, blub, schwamm ins Schilf bei diesem blub schrecklichen Geschehen. Ich blub finde keine Ruhe, bis wir blub einander endlich wieder blub blub wiedersehen. Sichere Reise, blub blub, mein edler Ritter, blub blub. Edler? Edler Ritter? Na egal. Ein überaus sprachgewandter Fisch. Ich hoffe sehr, er findet seine Liebste. Ja, ich denke auch. Das ist einfach Danu, der schwimmt jetzt davon. Der geht weiter auf Suche. Oh, was denn jetzt? Unsere Helden zogen weiter. Die Klänge des Tageskonzerts wurden leiser. Und das Licht schwand allmählich dahin. Okay, Konzert leuchtet. Der Sumpf ist nachts irgendwie stimmungsvoll. Hört euch diese singenden Frösche an. Tolle Harmonien. Okay, also wir können uns da das... Ah, wir müssen... Okay, ich habe, glaube ich, wieder das Problem, dass ich... Okay, ich kann wieder nur noch nach jedem zweiten Mal schlagen. Scheiße. Da kommen wir nicht hoch, ne? Hallo, Inchi! Ah, es funktioniert wieder nicht. Können wir ihn schlagen? Alter! Nee, das ist schon wieder sehr, sehr krampfig, dass es wieder nicht funktioniert. Einfach ganz schnell spammen, dann funktioniert das. Jo! So, diese Brücke war kaputt. Es war jetzt kaputt im Sumpf. Nee, da brauchen wir Leise von dem anderen. So, Rösi auf 210 Durchschnitt. Boah, das ist krass. Angie, Angie, Angie. Wild. So, wir müssen erstmal wieder zurückblättern.
dahin. Ach, gerade 1000. Okay, da bin ich gerade mal, da bin ich schon nicht mal 100. So, hier holen wir mal Tages. Ah, ich dachte, da stand leise. Haben wir nicht noch irgendwas mit leise gehabt? Tag? Das bringt mir gar nichts, ne? Upsi. Winzig und riesiges? Offen, geschlossen, winzig, voll, leer. Die Nacht? Ah. Es war jetzt Tag. Ah, okay, okay. Nee, dann macht Tag doch Sinn. Alles gut. Hey! Springen, habe ich gesagt. So, es war jetzt Tag im Sumpf. Oh, jetzt sind die daneben und schlafen. Okay, rundum ist geil, Digga, der gefällt mir. Didididi. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt sehr oft mit Tag und Nacht spielen. Wo muss denn das hin? Warte mal, ich gehe erstmal hier ganz viele Glühbirnen sa- Was sehe ich hier? Was ist das? Ah, da müssen wir... Ich habe noch gar keine Ahnung. Hier können wir auf jeden Fall das Ding hier drauf schieben. Mindestens. Aber was machen wir hiermit noch? Guck mal, wir haben ja, diese Brücke war... haben wir sowas wie ganz? Diese Brücke war geschlossen, diese Brücke war... Haben wir dafür schon irgendwas stabil? Alles easy. Oh, alles gut. So, warte mal, das heißt, wir müssen den hier wieder... Nee. Achso, wir müssen Nacht wieder reinmachen. Shit. Die Sternenkokokugel sind bei mir auch noch, die sich nicht... Was? Oh, jetzt müssen wir stabil nehmen. So, stabil. Aber warte mal, ich komme ja trotzdem nicht darüber. Warum kommen wir da nicht rüber, Chat? Oder kommen wir vielleicht so hier rüber? Ist das jetzt offen? Probieren wir eben. Ah, jetzt ist das unten. Seht ihr? Nachts, wo können wir da hin? Das ist ja insane. Oh, das ist genial, um es zu leveln. Um hier die ganzen Sachen abzusahen. Wirkt ein bisschen vorweggegriffen. Wieder rein ins Geschehen und auf die nächste Map. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir kaputt mitnehmen müssen. Ich nehme jetzt das Wort kaputt mit. Pass mal auf. Vertraut mir. Nein! Ach so. So, das geht doch nur bei Tag. Dann müssen wir hier rüber wechseln. Hä,
nee, wait a minute. Wait a minute, hä? Ja, wo ist das Problem, das bei Nacht zu machen? Warte mal, das, Hä? Ach so, weil er dann da ist. Hä? Tagsüber können wir hier lang, aber kommen wir hier nicht mehr hin. Müssen wir... Müssen wir maybe das Ding dahin schieben? Können wir damit bezwecken, dass so ein Dude sich nicht mehr bewegt? Probiert das mal eben. So, hier zum Bleistift. Und wenn wir das jetzt austauschen, kann er ja da theoretisch nicht hin, richtig? Das ist einfach nur insane. Das ist einfach nur insane. Und kaputt nehme ich mit. Einfach weil ich kann. Ich kann es nicht mitnehmen. Ach du Scheiße. Ist ja schlecht programmiert, das Game. Ich komme nicht hoch. Lol, bin ich jetzt mit meinen Kollegen hier rausgefallen? Die waren doch bei mir. Oha. Einfach ans andere Ende gecheatet. Ja, okay. Geil, Digga. Richtig geil. So eine geile Scheiße. Das ist aber zu, ne? Hier kommen wir offensichtlich noch nicht durch. Ah. Oh. Wie weit wirft er das? Okay. Oh shit. Oh! Die Kuh geht hier gar nicht. Das wusste ich nicht. Das war ja die beste Erweiterung, die es gibt für diesen Skill. Das war ja insane. Ja. Wir lassen uns aus dem Buch wieder rausfallen. Jetzt kommen wir nach hier. Boah, war das cool. Da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. Und dann kommen wir hier lang. Fast first try. Fast. Ja, wir sind durch. Das war ja cool. Norbert? Abenteurer, vielleicht könnt ihr uns helfen. Fluginsekten machen sich breit bei uns im Haus. Werft die sechsbeinigen Strolche bitte hinaus. Und darauf kannst du dich verlassen, Schneckling. Knappe, dein Schwert wirkt sehr scharf. Doch im Fernkampf wird's perfekt gelingen.
das Summgeziefer zu bezwingen. Vielleicht gibt es hier irgendwo ja eine Distanzwaffe. Eine Distanzwaffe? Hm. Nehmen wir uns einmal um. Krieg ich jetzt einen Bogen? Huch, da hat sich etwas unter Wasser gefangen. Vielleicht bekomme ich es frei. Mit einem wenig Magie? Solche Sachen kriege ich nie so richtig hin. Aber nun ja, ich schätze, es gibt für alles ein erstes Mal. Jungs, vielleicht geht ihr am besten ein Stück zurück. Ja, noch mehr? Wird schon schief gehen. Hamdala-Shamdaya! Oh. Heiliger Bimmer, es hat tatsächlich funktioniert. Oh, ich meine... Tata, cool, was? Es ist ein großer Baumstamm. Nicht wirklich eine Distanzwaffe. Ja, kommt drauf an, ne? Also, wenn wir den tragen könnten, wäre das schon distanzmäßig. Es sei denn, man wirft ihn. Hahaha. Danke. Ein Portal? Wisst ihr, was mich beschleicht? Das Gefühl, dass eine Waffe nicht einfach im Sumpf herumliegen wird. Ich meine, ihr habt ihr mal eine Schnecke mit einer Armbrust im Arm gesehen? Ich nicht. Aber vielleicht findest du etwas da draußen, dem anderen Reich. Meinst du? Boah, es könnte sein. Der ist schlau. Oh nein. Oh nein, er hat hier alles verseucht. Oh, Spielekarten. Leute, TCG. Oh nein. Oh, sprechender Minibart. Hey, wie geht's? Wie steht's? Ich bin Minibart. Oder ganz offiziell mein sprechender Minibart. Ich bin ein Spielzeug, das vom Minibart aus dem Buch der kühlen Knappe inspiriert wurde. Ist alles total Meta, aber meine Tipps sind echt toll. Du suchst nach einer Fernwaffe? Also, es gibt da eine Elfenkriegerin. Die hat eine. Sie lebt in einer Spielkarte. Du findest sie oben. Ach ja, und wenn sie Pfeile auf dich feuert, nimm es einfach nicht persönlich. Okay. Jo, dann kriegen wir wieder hier fetten Stuff. Jo, so treffen wir uns wieder. Leider scheint Gefahr am Horizont aufzuziehen. Na du, das ist mir klar. Unerwünschte Gestalten aus Sonnetsumpf haben sich aus dem Buch gelöst. Doch immerhin scheinst du dieses Mal passende Ausrüstung dabei zu haben. Besiege diese Wirbellosen unverzüglich. Let's go. Easy. Das ist ja jetzt einfach insane, Digga. Sü. Weggezaubert. Hey. Kommen wir da hoch? Egal, ich glaube. Ja doch, wir müssen da glaube ich hoch, oder? Ah, okay. Weiß ich nicht, ob wir da hoch müssen. Maybe. Oh, da ist sogar was. Habt ihr das Schimmern sehen? Yeah. So, wir wieder ein bisschen rumbalancen. Ah, das ist nicht so cool, wie ich dachte. Mittlerweile muss ich gestehen, ist das Waffenwerfen wirklich viel, viel cooler als alles andere. Aha, da haben wir eine Kiste. Oh, okay. Aber wir können da ja gar nicht reinspringen. Oder bin ich blöd? Hä, hey, lol, da war doch bis jetzt gerade gar kein Portal. Was ist das? Ah, ein Trampolin. Ist Trampolin ein Trampolin? Äh.
Hä, warum muss man drücken? Ah. Gott, man muss voll früh drücken. Wer hat das denn programmiert? Hey, wir sind ja fast da. Da ist ja schon die Karte. Oh, shit. Ja. Okay, das dauert noch eine Weile. Hä? Was ist das hier? Oh mein Gott, wie cool. Wie cool war das denn, bitteschön? Komm mal rüber, meine Leute hier. Komm mal rüber. Oh, Alter, wie das Schwert da durchzügelt. Ah. Da können wir rein, dafür brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Hier müssen wir erstmal alle Viecher besiegen. Das heißt, wir müssen erstmal hier rein. Oh, das war gar nicht gut, oder? Blöder Zeitpunkt, hier reinzugehen. Ja, ihr dürft auch gerne sterben. Macht mir nichts aus. Halt einfach mehr aus als ich. Was steht da eigentlich? Squiggle. Squiggle. Ja. Oh, okay. Oh, er ist explodiert. Sterben ist angesagt. Oha, die haben mich zur Hälfte wegbekommen. Und jetzt haben wir es auch wirklich, ne? Kommen wir hier durch? Jetzt können wir rein in die Burg. Oh, da ist noch was. Yeah! Das sind sämtliche Concept Arts aus dem Spiel. Können wir da etwa dran? Ne. Sieht ein bisschen danach aus. Hier könnte man interpretieren, dass wir irgendwas mit dem Schwert machen müssen. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Das zerlegen wir alles. Aber ich glaube, hier gibt es gar keine Glühbirnen, ne? Von diesen Bäumen. Das sind wirklich bloß Pappaussteller. Hä? Kann ich nicht einfach das da drüben nutzen? Kannst du hier einfach nutzen oder nicht? Ja, easy. Keine Ahnung, warum wir das überhaupt da drüben gemacht haben. Oh, jetzt kommt die Stelle aus dem Trailer. Aufgepasst, aufgepasst. Wir müssen jetzt ein bisschen hier Concentration, ne? Ach so, wir müssen hier durch. Ah. Und jetzt. Immer am Rand lang. Rand ist, glaube ich, immer. Beste. Okay, das war leider viel zu leicht. Und da ist sie, die Magic the Gathering Karte oder sowas. I don't know. Ja, warte mal. Ach da. Was ist das? Noch ein Eindringling? Ich sehe das diebische Funkeln in deinen Augen. Na, warte, dir zeige ich meine Fräulein, du.
Was haben wir denn jetzt hier im Pokémon-Kampf? Geil. Zeig mir, was du drauf hast. Schurke. Reden. Jod versucht mit Aludra zu reden. Jetzt ist nicht die Zeit der Worte, sondern des Kämpfens. Du wirst dein Gesang meiner Pfeile nicht so bald vergessen. Reden. Ich unterhalte mich nicht mit Schurken. Reden. Ich werde nicht mit dir reden. Doch meine Pfeile werden singen. Reden. Anscheinend möchtest du wirklich reden. Ich nicht. Ich erkenne Panik in deinen glänzenden Augen. Reden. Dein Beharren auf dein Gespräch wird ermüdend. Reden. Allmählich verärgerst du mich. Zweifellos bereust du die Verstrickung mit einer Elfin des Waldes. Reden. Jetzt ist nicht die Zeit der Worte, sondern des Kämpfens. Reden. Letzter Versuch, dann machen wir was anderes. Ich unterhalte mich nicht mit dem Schurken. Ja, okay, komm, wir verteidigen uns. Ah, okay, verfeilt. Zweifellos bereust du das. Ja, komm, wir machen sie fertig. Wir stechen sie ab. Let's go, zack. Schlitz, Schlitz, Stich. Aua. Kämpfen. Schlag. Reden. Ich werde nicht mit dir reden. Doch meine Pfeile singen. Hä? Verteidigen? Hä? Wir haben gar keine Chance. Wir sterben hier einfach. Oha! Ja, moin, sie macht direkt so eine Art Ultimate. Gar keine Chance. Was soll der Scheiß? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Reden funktioniert nicht. Wir machen viel zu wenig Schaden. Sie trifft immer. Krieg ich eine Ultimate? Wie gefallen dir die Spitze meiner Pfeile, Schurke? Oh, wir sind zu zweit. Jod, ich bin es, Liebset, der Bücherwurm. Du scheinst in einer außermisslichen Lage zu stecken. Warte, ich belebe dich wieder. Oh. Deine Lebenskraft ist aufgefrischt. Auch deine Angriffsvermögen wurde aufpoliert. Leider war das ein einmaliger Zauber, Jod. Mehr Leben kann ich hier nicht mehr eintauschen. Der Eingang dieses Scharmützels obliegt nun allein dir, kühler Knappe. Diese Hexerei ändert gar nichts. Ich werde dich für alle Male besiegen. Kämpfe weiter. Okay, wir kämpfen und machen... Oh, flinke Stich. Zack. Einfach rein. Bam. Ja, easy. Du bist anscheinend etwas zäher. Doch du wirst meinen Pfeilen erliegen. Wuchtschlag! Bam! Mach genauso viel Schaden. Süß, jetzt ist es genau andersrum. Immer noch, widersetzt du dich, Eindringling? Weil ihre Abwehr steigt an. Oh, was? Ich werde diesen Elfenbogen eher zerstören, als ihn dir zu geben. Die Elfen lassen nicht zu, dass ihre Waffe bösen Zwecken zugewandt wird. Das kannst du meiner Meisterin ausrichten, deine Meister ausrichten. Wie war sein Name noch? Ach ja, Krummweil. Hm? Scheiße. Jod, hast du das gehört? Sie scheint dich irrtümlich für einen Gehilfen Krummweils zu halten. Du musst mit dir reden, Jod. Erzähle die Wahrheit. Ich glaube, ich kann ihren Zauber kopieren, um uns wenig Zeit zu verschaffen. Ah! Und nun? Lass es uns zu Ende bringen. Reden. Meister, Krummer ist nicht mein Meister. Lass uns aufhören mit dem. Ja, er ist nicht mein Meister. Ja, warte, dass ich das glaube. Ah! Reden. Ehrlich, Krummer ist nicht mein. Ich habe keinen Meister. Er ist mein Feind. Dein Feind? Was meinst du damit? Reden. Meine Mission ist es, ihn zu besiegen. Ich versuche, seine schändlichen Pläne zu vereiteln. Du meinst, du bist nicht sein Handlanger? Ganz gewiss nicht. Jod ist ein Verteidiger seines Landes.
der den niederträchtigen Krummweil besiegen und sein Unheil aufhalten wird. Tatsächlich? Zugegeben, jetzt, wo ich ihn näher betrachte, wirkt sein Gesichtsausdruck etwas heldenhafter. Nicht mehr so peinlich wie vorher. Alovinia, wir entschuldigen uns von ganzem Herzen für die herbeigefügte Störung. Wir suchen eine Waffe, die uns hilft, Krummweils Chaos zu besiegen. Ein Elfenbogen schien in dieser Hinsicht sehr förderlich zu sein. Doch uns lag es fern, ihn noch in Wäldern für Aufruhr zu sorgen. Ich habe mich entschieden, ich werde dir den Elfenbogen leihen. Jeder Feind Krummweils ist ein Freund von mir. Jetzt erkenne ich die Aura des Guten um dich herum, Jod. Ba, 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 ba. Aber nur geliehen, ne? Wenn der kaputt geht, kriegen wir Ärger, ne? Dann haben wir das komplette Elfenvolk an unserem Hals. Hervorragend, wir verlassen das Ding hier. Wir haben den mächtigen Elfenbogen. Wie können wir den jetzt abschießen? Wenn der Bogen dir Beistand geleistet hat, wird er von selbst in die Wälder zurückkehren. Viel Glück bei deiner Mission, junger Jod. Unser Kampf war äußerst anregend. Du hast den Bogen! Wir haben die Alte verarscht! Jetzt werden wir Chaos über das Land. Nein, Quatsch. Wir machen ein gutes Team. Findest du nicht auch? Also, anscheinend haben Krummweils Kräfte es geschafft, das Buch zu verlassen. Das war jetzt nichts Gutes. Hier, spring in die Haftnotiz. Dann kannst du nach unten auf den Schreibtisch zurück in dein Buch. Okay. Let's go! Hä? Ach, wild. Hä? Ach, wild. Aber wie nutze ich den denn jetzt? I don't know. Oh, wait a minute. Wir müssen hier aber noch ein bisschen was mitnehmen. Oh, lol. Der hat ja doch was gedroppt. Hä? Seit wann? Hab ich jetzt... Oh, lol. Hab ich jetzt alle kaputt gemacht und es war noch nie was drin. Nehmen wir alles mit. Ja, das nehmen wir alles mit. Oh. Sind noch irgendwelche? Nee. So, Ladies and Gentlemen, ich bin wieder da. Boah, Alter, ich spiele es gerade länger, als ich wollte. Jod, willkommen zurück. Hast du noch nach was wir gesucht haben? Ja. Sonst wäre ich ja nicht zurück, oder? Na, bitte, Jungs, gib's ihn. Okay. Ach du Scheiße. Mücken. Müssen wir jetzt hier Mohren spielen? Jord machte den Elfenbogen bereit. Jord. Es wurde Zeit, seine Kräfte zu erproben. Okay. Das ist Mohren. Ach so. Geil. Oh. Oh, ist das schwammig, Digga. Man muss nur wissen, wie es geht. George spannte den Bogen so weit er konnte. Was bist du denn? Und schoss der Kreatur mitten ins Auge. Ah! Okay, wir können aufladen, Digga. Ich lade provisorisch mal immer komplett auf. Scheiße. Wer bist du denn? Oh, der ist aber wild. Oh, der wollte richtig rein. Ja? Mittlerweile muss ich komplett aufladen bei denen. Aua! Aua! Nein.
Nein, ich verkacke! Jung. Yeah. Das war aber knapp. Da habe ich Battle Royale fast ein bisschen rausgebracht, bin ich ehrlich. Der yeah. Kühne Knappe. Hat wir haben die Schnecke gerettet. Wenn so eine Mücke an so eine Schnecke saugt, ist sie doch leer, oder? Hey, wir danken euch aus tiefsten Molluskenherzen. Aber das war wohl nicht die letzten Insekten. Weiter braucht es noch mehr sein. Es heißt, ihr Anführer sei ein reich Riesenviech mit blitzenden Augen. Behalt eure Sinne was beisammen, Abenteurer. Und viel Glück. Okay. Das ist aber ein sehr langes Kapitel, ne? Das zum Thema, wir sind also krass. Jetzt hat jedes Kapitel so 20 Minuten gedauert, hier sind wir schon über eine Stunde dran. Ihr seid in der Grotte. Grotte? Kröte? Ihr seid in der Kröte und Schielerstadt. Schleimer angekommen. Was? Einem netten, friedlichen Ort. Zumindest war er das. Ach du Heiliger, ich glaube, wir müssten hier eigentlich gespeichert haben. Ich würde mal gucken, warte mal kurz, wenn wir jetzt verlassen wollen würden. Ja, letzter Speicherpunkt vor 46 Sekunden. Ich denke mal, liebe YouTuber da draußen, wir machen die Tage weiter. Es wird auf jeden Fall das vollständige Let's Play hier kommen. Von daher, tschüss YouTube, lasst gerne ein Abo da, kommentiert und liked. Ich bin raus, tschüss.